Moin Moin, herzlich willkommen. Günther ist back in the house hier. Es geht weiter. Wir plaudern gerade wieder mit Nancy. Versuchen mal hier ein bisschen noch den Liebesbalken da ein bisschen höher zu kriegen. Haben schon mal die erste Verflossene, mit der man vielleicht ab und an mal etwas Vergnügen haben kann. Wir werden sehen. Wir haben noch genug Energie, wir haben unsere ganzen Aufgaben erfüllt, die wir für die Arbeit machen sollten. Wir werden noch ein bisschen, ein paar Bilder malen, ein bisschen Geld einnehmen. Ja, und ansonsten vielleicht noch mal. Naja, weiß ich nicht, irgendwas anderes kaufen. Wir wollen eigentlich irgendwas für 1000 kaufen. Was kostet denn eigentlich so eine Werkbank? Würde mich interessieren, was man da so machen kann. Nur mal so aus Interesse. Vielleicht bauen wir auch noch hier mal einen Raum an. Ich habe hier mit Sims 4, ich habe sowieso schon ewig kein Sims vorher gespielt, schon ewig nicht mehr gebaut. Weiß auch nicht, ob ich später echt eine ordentliche Villa oder sowas hinkriege. Das alles noch so gelingt. Wobei natürlich auch, ich glaube sowieso. Die Felder, das Baugrundstück, was wir uns als Villa nachher nehmen, ist sowieso viel zu klein eigentlich. Es muss viel größer sein. Ich weiß nicht, ob man das einstellen kann. Ja, Pool Tools. Geh mal weg, interessiert mich gerade nicht. Ich wollte jetzt eigentlich mal gucken, es gibt doch irgendwo Handwerkerzeugs. Das war doch irgendwo hier mit drin oder so. Ich weiß es nicht. Hier ist die Werkbank. Die kostet nur 750. Mist. Profibar, eine Bar. Kühlschrankkästchen, Bluesgitarre, Spaß, 3 Umgebung, 3 Gitarrenfähigkeit, Klavierfähigkeit. Könnte man ein bisschen was für Sport tun. Eben 2 Fisch. Es geht ein bisschen Umgebung. Aber das ist irgendwie jetzt alles nicht so das, was mir vorschwebt. Den haben wir, Komfort 3. Das ist auch echt so, finde ich, der schickste Bürostuhl, den es so gibt. Das ist alles gesperrt, das ist sowieso Schrott. Gibt gar nicht so viele gute Stühle. Die Auswahl ist recht beschränkt, würde ich behaupten. Ja, das sind ja auch die billigsten Schrottstehlampen, die wir haben. Nicht so toll irgendwie, was es hier so gibt. Bücherregale. Mal sehen, dass man irgendwann mal Mods kriegt. So, was sind die Bahn noch mal extra. Antdeko. Ist ja auch überschaubar, ne? Aber hier gibt es ganz teure Sachen eigentlich. Wappen mit Schild und Schwertern. Setzkasten, gewöhnliche Dinge, auch wenn du vielleicht nicht so viel fürs Sammeln übrig hast. In Postrustikal der Ansicht, du solltest dieses Marotte mit Setzkasten nachahmen. Ach nö, nö, nö. Sind schon Pflanzen. Terrassenstrauch, mein eigenes kleines Paradies. Da muss wieder alles Mögliche für freigeschaltet werden. Und eine Stereoanlage. 1800. So ein Riesenturm, das passt gar nicht in unsere kleine Hütte. Kamin ist ja auch was Feines eigentlich, ne? Aber kriegen wir hier nicht rein in unsere Hütte. Ach komm, wir lassen es, wir kaufen jetzt nichts für 1000. Es tut mir leid, es war ein bisschen sinnbefreit. Ja, komm, knallen. Gehen wir auf Toilette einfach. Ja, er legt sich einfach schlafen. Hä? Oh Mann. Komm auch mit. Tschüss. Das ist ja echt verrückt. Haben wir viel zu früh ins Bett gegangen. Das macht auch den ganzen Rhythmus durcheinander. Jetzt schlafen wir uns einfach so lange aus. Verwenden. Was essen. Heute haben wir noch frei. Bücher schreiben abgeschlossen. So, dann malen wir mal das Bild weiter.
So, 500 verdienen, das wollen wir definitiv. Wir wollen ja auch befördert werden. Das bringt 100 Punkte. Das knüpfe ich mir mal fest. Obwohl es eigentlich noch keinen Sinn macht, das festzuknüpfen. Das kommt bestimmt nochmal. Hast du schon wieder die Toilette eigentlich kaputt gemacht? Oder was war das für ein Geräusch? Nee. Alles gut. Wieso sind wir in dieser Ecke inspiriert? Wegen dieser Blume? Oder wegen diesen tollen Stühlen? Schön dekoriert. Wegen guter Umgebung. Wegen Merkmal kreativ. Irgendwas stärker inspiriert als andere. Ja, hast genug gegessen. Den Rest kannst du wegschmeißen. Oder wir essen nachher noch und hatten das ja 5 Stunden. Gut, das können wir hier 5 Stunden stehen lassen. Ja, finde ich auch lustig. Und zacke, zacke hier. Ein Apfel. Verkaufen, das ist jetzt nicht so. Was läuft denn hier Schönes? Kochen. Die alte Omi, die hier irgendwas sich zurecht brutzelt. Wir können ja mal Programm im Spiel modifizieren, Sims vor allem. Was? Wer? Wo? Naja, kannst mal ausschalten. Irgendwie zahlen wir sowieso, habe ich das Gefühl, immer ohne Ende Geld. Also ob das jetzt da schon mit drin ist oder nicht, ich weiß es nicht. So, machen wir ein bisschen schneller. Programmieren, programmieren, programmieren. Und dann müssen wir mal gucken, wir haben hier so viel. Meisterwerk malen. Gemälde beenden. Selbstsicheres Gemälde. Versuchen wir es aber nochmal. Dann haben wir aufzuschreiben, bevor diese ganzen Zusatzbonus-Dinger hier wieder weg sind. Kannst danach weiterschreiben. Ne, programmieren. Wir haben ja programmiert, wir haben ja gar nicht geschrieben. Ist ja völlig ungewöhnlich. Aber es gibt gleich wieder Tantiemen. Was sehe ich schon wieder? Speichern. Tag verschönern. Jo, das wird ja auch cool hier. Superman. Superman, das ist nicht wirklich. Das ist, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Okay, nicht schlecht das Bild. Haben wir schon wieder was Gutes gemalt. Also relativ. Kaufen das denn? Wir wollen mehr Geld machen. Da haben wir nämlich gleich unser 35.000 Ziel erreicht. Hier wollen wir mal ein bisschen romantisch sein, flirten. Ja, dass ich immer wieder zurück in Romantik gehen muss, um irgendwas hier in Anspruch knuddeln, Händchen halten. Gestehen, sich angezogen zu fühlen. Ja, mal gucken, was das auswirkt. Das geht noch nicht, oder? Mist. Tratschen. So, 3.100 haben wir gerade gekriegt. Also wenn dir das nicht gefällt, Nancy, dann weiß ich auch nicht. Ich kann nicht weiter nach unten, ne? Obwohl die Liste eigentlich länger wäre. Vielleicht müssten wir erstmal warten, bis diese alten Bücher hier irgendwann mal raus verschwinden. Und wir haben noch schon Eis am Stiel 4 und Playboy 10. Und auch unser Motivationsbuch. Wir schreiben vielleicht erstmal keine Bücher mehr. Was ist das? Selbst den niedrigen Witz erzählen? Nein, wollen wir nicht. Meisterwerk malen, haben wir gerade nicht hingekriegt. Vor allem verstecken, einfach beschämt.
über Interessen reden und sich halt mitteilen. Schmeicheln. Jetzt machen wir noch mal irgendwas Freundliches erstmal. So, und schon sind wir wieder inspiriert. Hervorragend. Also es muss definitiv noch mehr werden. Liebesgedicht rezitieren. Was auch immer wir machen, ist ja egal. Was macht sie jetzt? Will sie Fernsehen gucken hier schon wieder? So, mal noch mal ein Gemälde. Du bist gerade inspiriert und selbstsicher und fasst alles aufeinander. Dann gucken wir, vielleicht kriegen wir ein Meisterwerk hin. Dann Nancy da eh nur rumsitzt und Fernsehen guckt bei uns. Was guckt denn Nancy da? Ich weiß ja nicht, was Nancy da guckt. Irgendwelche Arztserien auf Japanisch. Ups, haben wir dann angehalten. Schön, dass wir uns mal umarmen. Nett, danke. Aber wir haben hier ein komisches Bild gemalt. Für Tausender können wir es verkaufen. Ich glaube, wenn wir 50.000 haben, fangen wir an mit der Villa. Das ist mal so ein Ziel. Dann haben wir plus den Hausverkauf, den wir hier ja starten. Vielleicht genug Geld, um zumindest schon mal Grundrisse, ein bisschen was hinzustellen. Und dann werden wir das, die Hütte so nach und nach aufmotzen. Und dann werden die Damen auch einzelne Zimmer bekommen. So, was können wir denn noch eigentlich hier? Gnadenlos kitzeln. Gucken, ob das was bringt. Aber sie ist treu. Also Bella, glaube ich, ist da lockerer drauf. Was? Ach, die ist aber auch echt eine Heususe. Freundlich. Bewunderung ausdrücken, Kollege Outfit machen. Ja, immer das gleiche Outfit. Ja, das findet sie wieder gut, ne? Ist auch echt ein, weiß ich nicht. Aber wir kommen ja irgendwie nicht voran. Also sie ist eh zu alt. Das wäre nur eine kleine Affäre. Aber gut, ich glaube, das wird für diese Folge gewesen sein. Danke euch immer fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend und bis demnächst. Tschüss.